Dann fangen wir jetzt inshallah an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Shahadat 'abdihi wa ibn 'abdihi wa ibn amatihi wa man la ghina bihi tarfata 'ayn 'an rahmatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine Geschwister, heute vom Verein aus, ja, mit unserem Vortrag in dieser Nacht vom 27. Meine Geschwister, wir müssen eine Sache machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber das ist Alhamdulillah eine Absicht, die ich habe. Und zwar, dass ich bestimmte Vorstellungen, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala haben, zu korrigieren versuche bei meinen Vorträgen. Ich versuche, so viel es geht, bestimmte Sachen, die halt also nicht gut erklärt worden sind, oder bestimmte Vorstellungen, die es über Allah subhanahu wa ta'ala gibt und die falsch sind, zu korrigieren. Weil wenn wir diese Informationen über ihn subhanahu wa ta'ala verbessern, was werden wir machen, dann werden wir uns selbst auch verbessern. Das ist nämlich so, das ist extrem wichtig. Das ist nämlich so, wir verhalten uns dementsprechend der Vorstellung, die wir von Allah haben. Ich wiederhole es, weil dieser Punkt sehr wichtig ist. Also unser Verhalten, unser Benehmen hängt meistens wovon ab? Von der Vorstellung, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer seinen Gott kennt, wen du Allah subhanahu wa ta'ala wirklich kennst, mit seinen wahren Eigenschaften, ja, mit seinen wahren und richtigen Eigenschaften, wie er wirklich ist, dann wirst du dich auch selbst kennenlernen. Weil die falsche Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, führt dazu auf, dass du auch eine falsche Vorstellung von dir hast. Deswegen sagt man, man arafa rabbahu, arafa nafsa. Wer seinen Herrn kennt, er wird sich auch selber kennen. Das ist extrem wichtig. Natürlich, wir werden über Laylatul Qadr sprechen und ich habe ein Thema ausgesucht, was etwas provozierend ist. Laylatul Qadr wird dich suchen. Was meine ich damit, meine Geschwister? Wir werden natürlich über Laylatul Qadr sprechen und natürlich besonders über den Lohn von dieser Nacht, von Laylatul Qadr. Wir haben sehr viele Informationen. Also an Informationen mangelt es uns nicht, was alles, was Laylatul Qadr angeht und wie wichtig sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das fehlt uns nicht. Aber was uns fehlt, ist die Herangehensweise an diese Informationen, die wir haben. Die Informationen haben wir alle, aber meistens fehlt uns, wie gesagt, die Herangehensweise und das richtige Verständnis. Ja? Wir müssen halt diese Aussagen zum Beispiel, die wir zu Laylatul Qadr haben, ja, wir müssen sie, die müssen was? Sie müssen wirklich angepasst werden. Wir müssen sie verstehen, ausgehen, wovon? Von der Vorstellung oder von den wirklichen Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen diese Informationen so verstehen und dabei Rücksicht darauf nehmen, aha, Allah ist so und so und dementsprechend verstehen wir diese Aussagen auch so und so. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Ja? Die Nacht von Laylatul Qadr, inshallah, ist es diese Nacht hier, ist besser als was? Als 1000 Monate. Idhan thawabu hatihi layla. Das heißt, der Lohn dieser Nacht, was du halt in dieser Nacht bekommst, ist so viel, als ob du 84 Jahre gelebt hast. Ja, Menschen, also wie ihr wisst ja, subhanallah, das ist so, als ob diese Nacht für uns gemacht worden ist. Ja? Die Menschen, die jetzt von so vielen Sachen abgelenkt sind, er hat ja sein Handy und er hat seinen Laptop und er hat sein Fahrrad und er muss das noch machen und er muss sein Auto reparieren, das Auto schön machen, lackieren, so viel, da kommt Allah subhanallah in seiner Gnade und gibt uns so eine Nacht. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Okay, meine Geschwister. Man alladhi a'ta, wer hat dieser Nacht diese Wichtigkeit gegeben? Ja, damit wir ganz langsam jetzt verstehen. Ich muss mich jetzt auch, ich mache es ganz ruhig. Wer hat dieser Nacht diese Wichtigkeit gegeben? Die erste Frage. Und wer hat ihr natürlich diesen Lohn, diesen unbeschreiblichen Lohn gegeben? Wer hat sie so aufgewertet? Eine Nacht besser als 1000 Monate, als 84 Jahre. Allah, richtig? Darüber sind wir uns alle einig. Der Lohn, das kommt von Allah, das kommt nicht von Muhammad, von niemandem. Ja? Wie hat er uns diese Information mitgeteilt? Diese Information hat er uns über den Koran mitgeteilt und er hat sie uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgegeben. Ja?
Glaubt ihr, meine Geschwister, dass nachdem er uns diese Information gegeben hat über den Koran, ja, wo jeder weiß, das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala und über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch kundgetan hat, diese Nacht hat den Lohn von 1000 Monaten. Was glaubt ihr? Will er diesen Lohn geben oder will er es nicht? Was meint ihr? Ist er daran interessiert, die Menschen mit diesem Lohn zu belohnen mit 84 Jahren oder nicht? Oder will er das nur bestimmten Menschen geben? Oder will er das nur wenigen, sehr, sehr, sehr wenigen Menschen? Du musst das und 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 das machen, dann bekommst du diesen Lohn. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was machst du? Du bist ein normaler Mensch, was machst du? Du gehst in die Küche und du kochst was. Du kochst was ganz, ganz, ganz Schönes, ganz Leckeres. Etwas, was so viele Menschen, alle Menschen lieben dieses Essen. Ja? Sie lieben das Essen über alles. Und was machst du? Du zeigst es all diesen Menschen. Du hast was für 20 Menschen, denen du mitgeteilt hast. Schaut mal, was ich gekocht habe. Und dann diese Menschen, die stehen da und sehen das alle, dass du es gekocht hast. Oh, das Essen ist schon fertig. Und sie dürfen auch sogar daran riechen. Aber danach sagst du ihnen, ihr bekommt es aber nicht zu essen. Würdest du sowas machen? Wer würde sowas machen? Versteht ihr mich, was ich meine, meine Geschwister? Ja, wer würde sowas machen? Den Menschen Essen vorbereiten, sie riechen lassen, dass sie es toll finden und danach sagt er ihnen, nein, das bekommt ihr aber nicht. Willst du so dich verhalten oder nicht? Hast du das Essen nicht gekocht und vorbereitet, damit wir was davon abbekommen, damit du es uns gibst? Warum willst du es uns jetzt auf einmal nicht geben? Warum sagst du mir, dir gebe ich das Essen nicht, weil du so bist und dir gebe ich das nicht, weil du so bist und du musst das so und so und so und so machen, erst dann gebe ich dir das Essen. Würdest du sowas machen? Bist du dazu bereit? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, meine Geschwister, er heißt Al-Wasi', der Umfangreiche. Alles, was er macht, ist Wasi'ul Ata'. Das heißt, er ist ein Geber, er ist jemand, der gibt, aber sein Geben ist Wasi', er ist sehr groß, sehr breit. Wasi'ul Rahma, seine Barmherzigkeit ist umfangreich, meine Geschwister. Glaubst du, dass du besser bist als Allah subhanahu wa ta'ala? Dass du würdest sagen, nein, sowas mache ich nicht. Ich würde allen Menschen zu essen geben. Aber Allah wird das nicht machen. Nachdem er was Schönes vorbereitet hat, was Tolles, was Einmaliges, was jeder haben möchte. Glaubt ihr, er wird es so den Menschen so schwer machen, dass sie es nicht abbekommen? Wie ihr wisst, Aisha radiallahu anha hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und das ist ja Aisha radiallahu anha, und das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie hat ihn gefragt, ja Rasulallah, was soll ich, wenn ich diese Nacht erlebe, ja Rasulallah, was soll ich sagen? Was soll ich tun, ja Rasulallah? Er hat ihr gesagt, wie ihr alle wisst und wir alle posten, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, fa'afu anna. Ja, was ist das? Oh Allah, du bist vergebend und dies und du liebst es zu vergeben. Was liebst du, ja Allah? Er liebt es zu vergeben. So vergebe uns. Dann also, was wir wissen ist, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es. Was liebt er? Mit uns nach seinen oder entsprechend seinen Eigenschaften mit uns umzugehen. Ja? Dann denk darüber nach, mein Bruder, meine Schwester. Denk jetzt bitte ganz, weil es geht jetzt wirklich, es ist nur ein Gedanke. Ich will dir nicht Information geben, sondern nur, ich will nur Gedanken, dass du Gedanken hast. Dass du bestimmte Gedanken hast. Dann denk darüber nach. Hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Riesenlohn, 84 Jahre Belohnung, hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Riesenlohn gemacht und also hergestellt und erschaffen, damit er uns sagt, nein, das bekommt ihr nicht. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, was mein Gedanke ist? Gilt das, dass Ar-Rahman Ar-Rahim, der Großzügige, Al-Karim, der gibt, bevor er gefragt wird, Al-Hayy, der schamvoll ist, dass jemand ihn bittet und er gibt ihm nicht, glaubt ihr, dass er all das gemacht hat, diesen großen Riesenlohn gemacht, damit er es am Ende niemanden gibt? Ja? Hört euch mal das an. Wisst ihr was? Das sind so Sachen, die man uns nicht erzählt hat, weil das passt nicht zu diesem Bild, was man uns von Allah subhanahu wa ta'ala machen möchte. Es wird überliefert, dass der Prophet uns erzählt, am jüngsten Tag, meine Geschwister, alles ist vererledigt. Wer ins Paradies geht, ist ins Paradies gegangen. Wer in die Hölle oder Erdbilder geht, ist in die Hölle gegangen. ثُمَّ تَبْقَى فِي الْجَنَّةِ مَسَاكِنُ لَمْ تُسْكَنُ. Was bleibt übrig? Im Paradies
bleiben bestimmte Wohnungen bzw. Paläste oder Häuser ohne Bewohner. Die sind leer. Was passiert dann? فَيَخْلُقُ اللَّهُ لَهَا أُنَاسًا يَتَنَعَمُونَ فِيهَا. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Er erschafft Menschen, er erschafft daraufhin Menschen, die was tun? Die da drin leben. Damit sie es genießen, ja? Genauso wie du. Was machst du, wenn du genug gekocht hast, ja? Wenn du hast genug gekocht. Was machst du? Du guckst, dass so viele wie möglich, so viele wie, so an Menschen wie möglich in den Genuss kommen, oder nicht? Meine Geschwister, versteht ihr mich? Ich hoffe, dass ihr mich versteht, was ich meine. Wenn du so viel gekocht hast, dann sorgst du dafür, hey, gib unseren Nachbarn, gib den hier, frag den, gib dem. Du möchtest jedem. Sogar du im Ramadan, das merkt ihr auf einmal, die Muslime, die sind alle am Spenden, sind alle großzügig und essen. Jeder kocht, jeder backt, jeder möchte ausgeben. Ja? Aber am Ende willst du kommen, bist du vielleicht besser als Allah subhanahu wa ta'ala, dass du großzügiger bist als er, dass du ein größerer Geber als er subhanahu wa ta'ala. Wenn du den Menschen das Essen geben möchtest, wenn du sie versorgen möchtest, guckst du nach irgendwelchen Bedingungen, na, ich muss gucken, ob du mir gefällst oder nicht gefällst und dann gebe ich dir Essen. Nein, du bist großzügig, komm, bitteschön, hier, nimm, bitteschön, hier, nimm, alle nehmen, 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 nehmen und das bist nur du. Leider, ich sehe euch nicht, deswegen weiß ich nicht, kann ich nicht ablesen, ob ihr mich verstanden habt oder nicht. Ja? Hal anta ahsan min Allah? Bist du besser als Allah? Bist du großzügiger als Allah? Großzügiger als Allah? Wenn es bei dir etwas ist, wovon du genug hast, dann willst du es ja geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Lohn. Also daher, du musst dann wissen, wenn deine Zielsetzung, ja, wenn dein Ziel ganz klar ist, mein Ziel ist Laylatul Qadr. Ja? Ich will Laylatul Qadr erreichen. Weißt du, was passieren wird? Sie wird dich erreichen. Sie wird zu dir kommen. Weißt du überhaupt, wie wichtig du bei Allah subhanahu wa ta'ala bist? Ja? Wie ehrenvoll du bist? Weißt du, ist dir das bewusst? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Weißt du, dass du ein Geehrter bist? Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen. Wir haben sie geehrt und sie von den guten Dingen versorgt. Ja, von vielen Dingen haben wir sie versorgt. Wir haben sie erlebt, dich mit anderen Worten. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Und wir haben sie gegenüber vielen, die wir erschaffen haben, was bevorzugt. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. An jenem Tag werden wir alle Menschen zusammen mit ihrem Anführer zu uns rufen. Wer ist euer Anführer, ihr, die jetzt nach Laylatul Qadr sucht? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamuna ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beste Imam, den es gibt. Ja? Lam, also Allah subhanahu wa ta'ala, hat speziell für dich den Prophet sallallahu alaihi wasallam erschaffen, für dich, damit er was dein Imam wird. Du bist was ganz Besonderes bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat dich mit seinen eigenen Händen erschaffen. Er hat dich aus Lehm, aus Wasser und aus Erde erschaffen, weil das die beiden, zwei reinsten Elemente, die es auf der Erde gibt. Das reinste ist nicht Gold. Erde ist reiner als Gold. Wasser ist reiner als Gold. Und er hat dir von ihm, von sich selbst, etwas eingehaucht. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Und hat dem Engel gesagt, werft euch nieder vor deren Vater, vor Adam a.s. Du bist was ganz Besonderes. وَقَدْ فَضَّلْنَا. Ja, wir haben euch bevorzugt. Daher, mein Bruder, meine Schwester, lass dir wirklich sagen, ja, und glaub's mir, das Allerwichtigste in dieser Nacht, in der Nacht von Laylatul Qadr, وَصِدْقُ التَّوَجُّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Das Allerwichtigste ist nicht, wie viel habe ich geschafft, wie viel Rak'at. Und dann siehst du die Menschen, ja, jetzt Alhamdulillah, gibt es diesen Stress nicht. Dann siehst du die Menschen, die gehen in die Moschee und die gucken alle böse und die sind gestresst, weil jeder so eine Rak'at beten möchte. Und man kämpft um die Parkplätze und der hupt dich an und der schubst dich und du bist verärgert und alle schwitzen. Was ist das denn? Ja, alle werden gequält, ja, wir werden, ja, Ziel. Du setzt dir ein Ziel. Mein Ziel heute ist Allah subhanahu wa ta'ala, aber vollkommen in Ruhe. Ich habe mir vorgenommen, Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Nacht was total zu gehorchen. Nimm es dir vor. Ja?
Nimm sie vor. Deswegen habe ich jetzt einen Vortrag vorher jetzt gehalten. Nimm sie ab jetzt vor. Ich will heute, ja, ich will diese Nacht, bis zum Mittag, ich will den totalen Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Mit der Absicht, dass ich das übe. Genauso wie ich Ramadan so viele 25 Tage geübt habe, engelhaft zu sein, wie ein Engel zu sein, möchte ich heute perfekt sein. Und ich möchte, dass mein Leben so wird, dass ich ordentlich bin, was mein Leben angeht, was mein Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. In dieser Nacht, mein Bruder, meine Schwester, will ich nicht, dass du irgendwelche Sorgen haben. Ja, ich habe jetzt, bekomme ich jetzt Ajr, bekomme ich jetzt keinen Ajr, wird mein Koran, was ich gelesen habe, angenommen oder wird es nicht angenommen? Al-Jannatu khuliqat min ajlik. Wisse, das Paradies ist wegen dir erschaffen worden. Laylatul Qadr ist wegen dir zu Laylatul Qadr gemacht worden. Und Allah hat so viel vorbereitet und er will es auch ausgeben. Er will es nicht bei sich behalten. Er will es an die Menschen weitergeben. Du bist das Ziel. Heute bist du das Ziel. Ja, normalerweise bist du, rennst du immer hinter dem Ziel, aber heute bist du mein Bruder. Heute bist du, meine Schwester, das Ziel von Laylatul Qadr. Laylatul Qadr will dich heute erwischen. Laylatul Qadr will dich heute bekommen. Laylatul Qadr will dich heute haben. Laylatul Qadr will dich heute mitnehmen. Du gehörst ihr. Das Einzige, was du machen musst, ist dein Ziel. Was musst du? Allah subhanahu wa ta'ala ist mein Ziel, ist meine Absicht, meine Geschwister. Lass uns mal innerlich Allah verstehen. Wir verstehen unseren Gott nicht. Wir verstehen ihn nicht. Man stand uns im Weg. Ja? Also wir, meine ich jetzt nicht CIA oder so. Nein, wir stehen uns selber im Weg. Wir erklären den Islam ganz anders. Wir erklären den Islam auf einer harten. Hört euch mal das an. Es gibt Menschen, die erzählen bestimmte Überlieferungen. Warum? Sie erzählen sie grundsätzlich nicht, weil sie schön sind. Ja, wir erzählen sie lieber nicht. Ja? Sagt mir das. Hat jemals jemand von euch von dieser Überlieferung gehört? Yuthabul mar'u rahma anfih. Du wirst belohnt, auch wenn du nicht willst. Du wirst dazu gezwungen. Nimm Lohn. Kennt ihr das? Yuthabul mar'u rahma anfih. Auch wenn du es nicht willst, du wirst von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Wo habe ich das her? Hört euch mal das an. في الحديث الصحيح ده überliefert von Sahih Muslim und Bukhari haben wir die Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala das so beschlossen hat, wenn ein Diener, wenn du eine gute Tat tun möchtest, ja, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln gesagt, wenn mein Diener eine gute Tat tut, was macht ihr? Dann schreibt sie ihm auf und was? Das Zehnfache. Wenn er sie getan hat, das Zehnfache. Ja? Du hast eine Spende gemacht, multipliziere diese Spende mal 10. Ja, heute übrigens, heute mal 84 Jahre, mal 1000 Nächte, subhanallah. Und wenn du hast die Absicht, ich wollte heute was spenden, aber ich habe es nicht gespendet. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er den Engel? Er sagt ihm, dann schreibt sie ihm trotzdem auf einmal. Aber er hat sie nicht getan, aber trotzdem. Ich bin, ja, es reicht mir aus. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, es reicht ihm aus, wenn du nur den Gedanken, nur diesen Gedanken, diesen positiven Gedanken hast, ja, du hast nur diesen Gedanken, bekommst einen Lohn, ja. Manchmal ist es so, dein Kind hat etwas nicht gemacht und sagst ihm, ist nicht schlimm, die Hauptsache, die Absicht zählt, ja. Ich habe gemerkt, du wolltest das tun und das reicht mir aus. Also, und das macht Allah subhanahu wa ta'ala mit uns. Du wolltest die Nacht vom Laylatul Qadr, du willst ihren Lohn, glaubst du, er gibt es dir nicht? Versteht ihr mich? Verstehst du diesen Gedanken, mit dem ich mit dir gehen möchte? Es reicht aus, dass wenn du nur den Gedanken hast, Gutes zu tun, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich darüber. Er freut sich darüber, dass du Gutes tun möchtest. Und was macht er? Uktubuha lahu hasana. Schreibt ihm das auf, auch wenn er es nicht getan hat. Es reicht nur der Gedanke. Deswegen sage ich euch, setzt euch den Gedanken jetzt im Kopf, meine Geschwister. Ich will den Lohn von dieser Nacht haben, dann wird sie dich suchen. Ja? Du hast ja gesehen, wer hat diesen Lohn gesucht? Der Lohn kam auf ihn zu. Er hat nichts getan. Er hat nichts getan. Und dann kam der Lohn auf ihn zu und er wurde belohnt. Daher, jetzt stell dir mal vor, wie viele gute Taten du haben wirst, obwohl du nichts getan hast. Wo gibt's da was? Wo gibt's sowas? Nur warum? Du hast nur darüber nachgedacht. Oh, ich würde mal gerne 1000 Euro spenden. Spendest du nicht? Schreibt ihm auf, er hat 1000 Euro gespendet.
Warum, ja Allah? Ich liebe ihn. Und der Gedanke, dass er nur darüber nachdenkt, ist für mich schon eine Riesenfreude. Habt ihr mich verstanden? Versteht ihr, worum es geht, meine Geschwister, was meine Absicht ist? Es geht um Laylatul Qadr. Dann habt ihr Absicht und macht ihr zum Ziel Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadr wirst du garantiert, insha'Allah, kriegen. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ. Wenn du eine schlechte Tat machen willst, فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dein Engel schreibt ihm das nicht auf, bis er sie was begibt. Erst wenn er diese schlechte Tat begangen hat, erst dann sollt ihr dann sie aufschreiben. Vorher nicht. Ja? يُثَابُ الْمُؤْمِنُ رَغْمَ أَنْفِهِ. Du wirst Lohn, du bekommst Lohn, auch wenn du nicht willst. Deine Absicht, aber trotzdem bekommst du nicht. Der Umgang von Allah subhanahu wa ta'ala mit den schlechten Taten ist anders als mit den guten Taten. Und wenn er die schlechte Tat nicht begangen hat, was passiert dann mit ihm? Gibt ihm auch eine gute Tat. Was hattet ihr davon? Wo gibt es sowas? Du willst eine gute Tat begehen, machst du das Zehnfache. Du machst sie nicht, du wirst einmal dafür entlohnt. Du willst eine schlechte Tat begehen, machst du nicht, du wirst nicht dafür bestraft. Aber du wirst dafür belohnt, weil du die schlechte Tat nicht getan hast. Und wenn du sie tust, wird es auch dem Zehnfachen aufgeschrieben? Nein, einfach. Nur einfach. Ja? Sozusagen, damit wir es besser verstehen, ich will dich schlagen. Ich wollte dich schlagen, aber ich schlage dich jetzt nicht. Und weißt du was? Ich mache dir ein Geschenk. Ja? Normalerweise, er ist subhanahu wa ta'ala, normalerweise, er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er hat dich groß gemacht, er hat dich aus dem Nichts gemacht. Er hätte eigentlich die Möglichkeit oder das Recht, dich zu vernichten, wenn du gegen ihn sündigen möchtest. Aber nein. Ja? Wisst ihr, wer das machen möchte? Es heißt in der Überlieferung, jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, was passiert? Die Sonne geht auf, die Berge sprechen zu Allah. Ja Allah, erlaube uns, die Menschen zu vernichten. فَقَدْ أَكَلُوا رِزْقَكُ وَعَبَدُوا غَيْرَكَ. Denn du versorgst sie, aber sie beten ja immer andere an. Die Erde, die Berge sind fertig, dann sagt der Himmel, ja Allah, erlaube uns, auf den Menschen herabzufallen. Warum? Genau das Gleiche. Du versorgst sie, aber sie beten andere an, sie dienen anderen an. Andere sind wichtiger für sie. Was sagen die Meere? Ja Allah, Tsunami, lass mich ein Tsunami auf die gesamte Erde. Ich will sie alle vernichten. Warum? Genau das Gleiche. Und das allerletzte, die Erde, auf der wir so laufen. Diese Erde, die so ruhig ist und sich nicht bewegt. Wisst ihr, was sie sagt, diese ruhige Erde? Sie sagt jeden Tag, ja Allah, lass mich sie aufschlucken. Lass mich sie vernichten. Lass sie mich auf, ja, ich will aufgehen, sie alle verschlucken, weg. Dann gibt es nicht mehr. Weil sie dir, du versorgst sie, aber sie gehorchen dir nicht. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Nein. Er sagt ihnen, seid stille. Warum sollen sie still sein? لَوْ خَلَقْتُمُوهُمْ لَرَحِمْتُمُوهُمْ. Ja, wenn ihr sie erschaffen hättet, dann wäret ihr nicht so zu ihnen. Dann wäret ihr nett zu ihnen. Er hat dich erschaffen. Er wird nett zu dir sein. Er wird dir, bi'idhnillah, den Lohn von Laylatul Qadr geben. Laylatul Qadr wird dich suchen, mein Bruder, meine Schwester. Ja? Warum dieser kleine Vortrag heute? Aus welchem Grund? Der kleine Vortrag heute ist dafür da, mein Bruder, meine Schwester, damit wir nicht diese Diskussion morgen führen. Oh, ich weiß nicht, ob ich Laylatul Qadr. Ich habe so viel gelesen. Ich habe so viel gebetet. Habe ich sie erreicht? Du willst sie erreichen. Ja, der Gläubige wird trotzdem, auch wenn er nicht will, er wird trotzdem belohnt. Ja, du wirst sie erreichen. Viel interessanter, viel wichtiger, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erreichst. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Ja, das ist es, worum es geht. Ja? Daher, diese Nacht verbringe sie und ich werde mit euch inshallah nochmal einen Vortrag um 1 Uhr Nacht, glaube ich, haben wir festgemacht, wie du das, was du in dieser Nacht für die Gefühle haben sollst, was für Absichten, was du machen musst. Ich würde dir empfehlen, unbedingt Isha-Gebet in einer Gruppe zu beten. Bete Isha nicht alleine und vielleicht mal 2 Rakaat, mindestens 2 Rakaat Qiyamul Layl, dass du machst. Ab hier, heute, beim Iftar, in circa in einer Stunde, wenn du Iftar zu dir nimmst, du bist in Bereitschaft. Aber nicht, ich muss beten. Nein, du bist in Bereitschaft, wonach ich suche, such nicht nach der Nacht, such nach Allah subhanahu wa ta'ala. Such nach Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Herzen. Wenn du ganz ehrlich bist,
Er wird dich, subhanahu wa ta'ala, was? Finden. Er wird die Nacht wird dich finden und Allah wird dir den Lohn von dieser Nacht geben. Ja? Habt ihr mich verstanden? Du hast ja gesehen, du wolltest eine schlechte Tat machen, machst du nicht, du bekommst den Lohn dafür. Ja, er hat dich erschaffen, um dir zu geben. Lerne das. Akzeptiere das. Er hat dich erschaffen, um dir zu geben und nicht um dir wegzunehmen. Allah Azza wa Jalla Karim. Er ist Karim. Ja, derjenige, der gibt, großzügig. Er hat ja immer entgegengesetzten Namen. Ja? Ar-Rahim, Shadidul Iqab. Aber hier Karim, es gibt kein Gegenteil davon. Er ist nicht Al-Bakhil. Das ist er subhanahu wa ta'ala nicht. Also sei beruhigt, du bist das Ziel von Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast immer gedacht, die Laylatul Qadr ist mein Ziel. Nein, du bist das Ziel. Und Laylatul Qadr wird auf dich kommen. Ja? Er will dich und er wird dich, inshallah, bekommen. Und er überbringt dir den Lohn, den du haben möchtest und wonach du gesucht hast. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Geschwister. Ich hoffe, der Gedanke, es war nur ein Gedanke heute. Ich hoffe, der Gedanke ist bei euch inshallah angekommen. Wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt.